Und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Link to the Past. Letzter sind wir stehen, wir haben den fünften Tempel erledigt. Letzter Tempel war gut. Und ja, jetzt geht es auch zum sechsten Tempel. Vorher müssen wir allerdings hier noch hier müssen erledigen. Und uns noch ein weiteres Satz erholen. Und auch spätestens hier bei dem Tempel müssen wir hier das Luftmedaillon. Jo. Noch eine Fee, glaube ich. Na, wie scheiß Dinge. Das sind nur noch Herzteil. Probieren. Und dein Herzteil. So, dann bin ich noch drei. Eins sind noch hier im Sumpfgebiet und zwei sind noch übrig. Die müssten dann auf den. Müssten wir dann. Ja, die sind wir noch am Todesberg. Einmal im Schildkrötenfels und einmal da hinten. So, eine ist hier. Nein! So, dann halt hier hin. Meine Güte, ey. Stell dich ja wieder an. So. Jetzt sind nur zwei Herzteile und wir sind auf dem Todesberg, das ist also Schildkrötenfelsen. Im letzten Verlies. So, und ab Verlies. Jetzt gehen wir in das sechste Verlies und damit das vorletzte Verlies. So. Und wir schon lange hier nicht lang, genau. Ich weiß auch, ist auch das Zeichen davon abgebildet. Und bumm. Wollen wir das auch jetzt mal öffnen? Natürlich das Luftmedaillons. Man fühlt, es hat schon eine Menge, was das Medaillon abzieht. Entsprechend, wie viel das ist, wenn wir keine halbierte Magie hätten. Oh, wei. So. So. Und auf geht die Luzi. Ich habe auch mal eine andere Farbe. So. Nun muss ich eh nervt mich nicht. Natürlich schon, wenn wir das in dieser Folge auch noch schaffen würden. So. Schon mal auch schon gut ein, auch da noch hier Glubschi. Glubschi ist auch wieder dabei. Akurina auf Tank wird man die ja. Nur Bomben ausschalten, diese Viecher. So. Aber hier ist es leider nicht so. Leider Gottes. Naja, so hier geht's zur großen Tour, aber gucken wir mal, nichts da lang zu gehen. Da uns ja noch der große Schlüssel fehlt. Wäre ja Wahnsinn, das zu machen. Ah, noch wieder dieses scheiß Verwandlungsdingen. Da konnte ich eigentlich die Dinger da sehe. Hier ist nix. Das hört man schon. So. Ja. Hier kommen auch noch nicht weiter, hier oben hat den großen Schlüssel, und hier wird aber hier noch nicht. Hier kommt schon auf den Endhaken rüber. Oder auch nicht. Toll. Aber.
So. Ach, da hätte ich auch den Umhang nutzen können, ich Idiot, ne? Ach, verfluchte. Stimmt, da kann ich gleich den Umhang benutzen, ja. Da krieg ich auch keinen Schaden. Feuerschlange. Nicht gut, Feuerschlange böse. Feuerschlange sehr böse. So. Oh. So. Ja. Ich muss eigentlich nur hier das alles nutzen. Boah, Glubschi nachgeschnappt. So. Mal ein bisschen hingucken. Bei dem Tag finde ich auch wieder scheiße, da finde ich mich auch nicht zurecht drin. Aber ja, die hat die komplexeren. Ich glaube, hier geht's, haben wir auch hier. So. Zack. Ein Pfeil, weil hier kann man eine Bombe planten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ne, nicht. Okay. Ja, probieren wir über Studieren, würde ich mal sagen. So, kommt jetzt hier raus, na egal. Einfach mal hier. Benutzt Dinge. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Ja, schon so ein Wand aussehen. Na egal. Man kann hierbei eigentlich nicht versagen, also so sehen, dass man auch kein Schüsse hat und nicht weiterkommt. Das geht eigentlich nicht. Da haben wir schon vorgesorgt für. Meines Wissens nach. So, dann seid mal hier. Was war hier nochmal? Na, hier wohnen große Schüsse. Brauchst du gar nicht, das hinzugehen. Das taugt du nicht, wenn ich da schon hingehe. Also, ich habe noch gar nichts gefunden hier jetzt, ne? Ne. Dann gehen wir jetzt mal nach hier unten. Machen wir mal jetzt das. Und immerhin haben wir jetzt schon mal die Karte. Sehr schön. So, wo gehen wir jetzt nochmal lang? Ah, jetzt kann ich da hinten lang. Ich hab das Ding jetzt umgesetzt. Gleich hier lang, dann finde ich da auch entweder den Schlüssel oder den Kompass. Eins von beidem. Schlüssel oder Kompass. Schlüssel. Mal schnell hier rein. Dann haben wir die Bombenleger. Diese Kartoffeln, was auch immer das sein sollen. So, hätte ich nicht vor einem Bomben-Tut gehen müssen sollen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ne, das ist ein anderes Stück. Ne? Hier war ich noch gar nicht, oder? Doch, hier war ich schon. Hier war ich schon. Okay, gehen wir zurück. Ah, oh, scheiße, Mikro gekommen. Ups, da. Dann gehen wir jetzt da unten durch die Tür. Da haben wir ja noch einen Schlüssel übrig. Das wüsste ich jetzt nicht mehr, wo es lang gehen würde. Sollte, täte. Schlüssel. Nutzen wir gleich mal hier.
Mal wieder die Fliesen des Todes. Ach, da war nicht aber. Warum haben wir so aber verletzt? Ah, hier. Jetzt mal richtig hier rum, als irgendwo zum Schluss. Oh, wir jetzt auch erledigt. Das tun wir uns hier auch mal gerade vorbereiten, weil sonst alles Zeit kostet. Dann müssen wir echt schnell sein. So, drum. So. Da. Badang. Und schon haben wir den großen Schlüssel. Den großen Schlüssel. Mensch, wie lange geht er denn noch? Hallo. Ah. Wollte schon sagen. So. Ah ja. Das war sonst nur sichtbar. Jetzt kommt man hier runter und dann kommen wir zum Schlüssel hin. Bingo. Jetzt können wir uns den Schatz holen. Und dann geht's weiter. So, schön, da würde ich ja gerne jetzt schon hingehen, aber. Nee, danke, ich muss jetzt erstmal den Schatz holen. Da muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Nämlich, aber hier hin. Dann haben wir den Samuria-Stab. Und dann haben wir damit das vorletzte Dinger. Den vorletzten Schatz. So, und dann haben wir Samuria-Stab. Das ist auch so ein Maria-Stab, er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn gut einsetzt, ja. Dann bauen wir vor allen Dingen im letzten Tempel, bauen wir den. Das ist total wichtig, wenn wir den da haben. Dann steht auch nämlich Scheiße um uns. Und jetzt geht's ab zum... Ich bin Boss, würde ich sagen. Wir haben ja alles. Nein, nicht aufhören. Komm, was will jetzt noch? Aber zum Boss ist nicht mehr weit. Jetzt gehen wir hier rein. Hier rein. Und links rein. Wow. Schwein gehabt. So. Dann porten wir uns. Mal nach hier. Zack, öffnen wir mal da. Da war auch schon ein Schlüssel drin, ne? Genau, den brauche ich wahrscheinlich noch. Na, komm schon natürlich wieder zurück. Super. Na egal. Komm ja hier rüber. Was, dann kommen wir hier rüber dahin zurück. Na, was soll's? Geht auch so. Na, schnell da, von daher. Wenn das scheiß Feenheit wäre. Boah, jetzt stecke ich aber auch gerade wieder ein, ey. Bin ich auch wieder zu doof dafür, warum was hier. Bin mal spannend, ob wir knapp wird, aber wenn wir Glück haben, können wir. Dann sind wir diese Folge auch schon wieder fertig. So, ein Herzchen. Das Herzchen. So. Jetzt guck mal, eigentlich. Ja. Komm ja schon mal eine Fee hier.
Gibt nochmal einen Fee. Dazu ist er noch mit einmal gestorben. Da schaut der Counter, er zeigt nur an, wie viel Fee man gebraucht hat. Da schaut alles noch, in meinem ersten LP habe ich viele Feen gebraucht, ja. Aber ich bin natürlich einmal gestorben. So, der Tiki. Oh, bin ich ganz hier gelandet. Ein kleiner Rubin-Verdienstbau. Okay. So, hier vorne ist auch so ein Mario-Stab jetzt. Weil die Tür nur aufbleibt, wenn man da was drauf erstellt. Und da wir ja nichts haben, wie wir rumschieben, was wir da rausschieben können. Muss man halt so machen. So. Oh Mann. Scheiße drauf. So. Hier geht's auf jeden Fall auch weiter. War schön, wenn man den so schaffen würde, den Boss. So. Dann habe ich hier noch die Tonraum auf. Rubinraum aufgemacht. Und können so noch ein paar Rubinen ergattern. So. Ich weiß nicht, musste ich hier hin oder? Ja, musste. Ich weiß, ich musste das Ding umlegen. Na ja. Aber auch in der letzten Minute so weit zu laufen, von daher geht das ja noch. So, das muss man nämlich hier auch machen. Damit wir den Schalterpalast wieder um. Schalterpalast spielt man für Mario. Wenn wir das Ding wieder umstellen können. Dann können wir weiter können. So, ich hoffe, ich brauche jetzt keinen Schlüssel, sonst habe ich schon ein Problem. Ne, brauche ich nicht, Gott sei Dank. Umstellen muss ich hier. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ob man hier umstellen muss. Ja, bingo. So, jetzt müssen wir aufpassen, das Vieh kommt uns dann hinterher. So, schon sind wir beim Boss. Wunderbar. Einfach draufhauen, Button smashen. Da ist nichts dabei bei dem Typen. Du musst halt nur aufpassen, wenn der das macht, genau, wenn er einen Abdruck macht. So. Einfach draufhalten. Nicht gleich wieder auf. Komm einmal. Der Bingo fertig. Da wir 5 zum Part-Ende. So. Wir haben doch fast geschafft, ey. Nächste Folge noch. Immer noch die Folge und dann haben wir selber schon durch. Und noch 2 Folgen vielleicht noch. Schwierig. Schwierig, schwierig. Daniel, ich danke dir. Du hast mich aus dem Klauen der Monster befreit. Garnons Macht allein reichte nicht aus, das Siegel der 7 Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zaubers waren nur wir 7 Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Garnon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilt uns auf die Verlieser Schattenwelt.
Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. Hast du alles verstanden? Ja, habe ich. Nur der Weg des Helden zum Fall ist führen. Der Mann hat erledigt. Und ja. Muss sagen, mir hat euch gefallen. Schaut nächste Folge ein zu Let's Play The Legend of Zelda, Link to the Past. Bis dahin!